Kommen Sie doch bitte rein. Der Geschlechtsakt von Delfinen dauert zwischen 10 und 20 Sekunden. Und damit herzlich willkommen, geliebte Freunde, zurück zu einer weiteren Folge der stabilen Sprechstunde mit dem wunderschönen Robert. Oh, Freunde, der Doktor ist da. Kittel ist an, Fragen sind vorbereitet, die Patienten warten draußen. Genau, aber bevor wir anfangen mit der zweiten Ausgabe der stabilen Sprechstunde, wollten wir zum einen erstmal sagen, wie wunderbar das Feedback war. Viele, viele Fragen eingegangen. Ich glaube, irgendwie 40 E-Mails haben wir und irgendwie über 100 Fragen bei Telonym. Ihr findet die Links unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise bei Spotify jetzt auch dann in den Shownotes. Ihr habt es richtig gehört, weil super viele Leute haben uns geschrieben, ob wir nicht das Ganze auch bei Spotify hochladen können, damit sie das zum Einschlafen hören können. Deswegen könnt ihr jetzt auf Spotify, allen anderen Streaming-Anbietern und so weiter schön nach der stabilen Sprechstunde suchen. Alter, also diese ganz vielen S-Laute, ne? Und ich habe voll das Pappmaul gerade. S. Ja, ich sabber mir hier einen ins Mikrofon. Nee, es wäre super, wenn ihr da auf den Streaming-Seiten auf Folgen drückt. Das bringt uns in die Charts und Platzierungen und wird besser angezeigt. Und zwar ist ja auch eigentlich auch vollkommen egal. Ja, Robert, was sagst du dazu? Bist du ein Delfin? Ich bin ein Delfin, denn ich vögel schnell. Ja. Ja, sagst du 10 bis 20 Sekunden ist noch langsam oder kannst du es unterbieten? Du, na, ich kann das unterbieten. Schöner Highscore, ne? Einmal kurz reindippen und dann ist die Soße auch gut bezahlt, du, ne? Boah, da ist aber mal schön eine Bumsgurke. Boah, einmal schön reiner. Nee, ja, willkommen hier zur zweiten Folge der stabilen Sprechstunde. Hatten wir schon, ne? Ich habe Alzheimer, ich brauche auch eine ganz dringende stabile Sprechstunde. Haben Sie Ihre Tabletten nicht genommen, Doktor? Ich hab's vergessen. Nee, wie gesagt, es geht hier darum, ihr habt uns Problemchen geschrieben. Wir schauen uns die Probleme an, versuchen die ernst zu beantworten, beziehungsweise wir müssen ja immer vorwegstellen, weder ich noch der gute Robert, wir haben eine Ausbildung als Psychiater, Psychologe, was auch immer. Wir hören uns nur gerne Sachen an. Wir sind kleine Hobbypsychologen. Deswegen, im Zweifelsfall geht mit eurem Problemchen zum richtigen Arzt. Vertraut nicht darauf, was das hier ist. Das ist so, weißt du, wenn du Krankheiten bei Google eingibst, so, ne? Im Endeffekt hast du eh Krebs. So. Dann denkst du auch so, ja gut, da brauche ich ja nicht zum Arzt gehen. Dann ist eh vorbei jetzt. Deswegen, worst case, immer zum Arzt gehen. Ja, ansonsten schauen wir jetzt gleich mal rein, was ihr uns so Schönes geschrieben habt. Ich bin ganz gespannt. Und du? Boah, ich bin aufgeregt, meine Damen und Herren. Ich bin aufgeregt. Alles klar, da würde ich sagen, da rufen wir mal den ersten Patienten rein. Rein bitte. Also, ich, weiblich 23, möchte gern ein Pornokino besuchen. Aber bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass dieser Ort nur für Männer und käufliche Damen ist. Dabei suche ich nur ungezwungenen Sex. Da ich leider fett und sozial unmoral bin... Es tut mir leid, Alter. Das ist halt diese Umschreibung, ich musste einfach lachen. Also, da ich leider fett und sozial unbeholfen bin... Alter, du kannst das doch so nicht schreiben, wenn wir ernst bleiben sollen. Das beziehe ich dann immer direkt auf mich selber, weißt du? Okay, warte nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Da ich leider fett... Alter, ich habe hier gleich so ein Aneurysma, Alter. Habe ich keine Lust auf diese ganze Tinder-Quatsch? Soll ich einfach dahin gehen und riskieren, abgewiesen zu werden? Darf man da überhaupt mit anderen Gästen den Akt vollziehen oder gibt es dort noch visuelle Beschallung? Denken dann alle, ich wäre käuflich. PS, um zu umschreiben, wie ausgeprägt mein äußerliches Problem ist, mein Onkel meinte mal, ja, wenn du doch mal einen Freund willst, solltest du nackt mit einer Papiertüte über den Kopf nachts durch den großen Tiergarten gehen. Liebe Grüße. Holy fuck, Alter, was... Was geht denn bei deinem Onkel schief? Der Onkel hat auch nicht mal alle Tassen im Schrank, glaube ich. Wieso auch? Also wer sich so negativ darstellt, der hat vielleicht auch andere Probleme. Ich glaube, das große Problem ist einmal, also Real Talk, jetzt beleidige dich doch nicht selber hier in der Vorstellung. Ja, ich meine, du bist anonym, so deswegen, wir lachen nur nicht über dich, wir lachen nur darüber, wie du es einfach geschrieben hast. Werte dich selber mal nicht so ab. Ja, fett und sozial unbeholfen, Alter, das sind keine Attribute, die man sich selber zuschreiben sollte. Nee, rein an für sich, aber warst du schon mal im Pornokino? Ich selber war noch nicht im Pornokino, hab auch nicht das Interesse, eines zu besuchen. Ja? Ich auch nicht. Das Ding ist, das Erste, was ich mir halt vorstelle, stell dir mal vor, du bist so Reinigungskraft im Pornokino, ist ein absoluter Traumjob, oder? Schön mit dem Eimer, mit dem Wischmopp. Oh. Das ist hier wie dieses Spiel, dieses Viscera Cleanup Detail, Alter, wo du dann diese ganzen Leichenflüssigkeiten wegmachen musst. So. Ich weiß nicht, ich glaube, so sauber man im Pornokino ist so einer meiner absoluten nicht. Oh Gott, wie sagt man das?
Albtraumberufe? Ist das das Gegenteil von Traumberuf? Albtraumberuf? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Nee, aber um auf deine Frage zurückzuspringen. Also wie gesagt, ich war da auch noch nie, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so 100% Auskunft geben. Aber ich sag mal so, wenn du ungezwungenen Sex suchst, dann wird das auf jeden Fall ein Ort sein, wo das wahrscheinlich am ehesten möglich ist. Wobei, da würde ich dir wahrscheinlich eher zu so einer komischen Swingerparty oder sowas raten, weil da findest du vielleicht Leute, die nicht zwangsläufig da auch ganz im Dunkeln irgendwo hocken oder so, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, in Anführungszeichen, wenn du, also ich meine, du kannst ja, ist ja absolut okay, sich mal einen reinlöten zu lassen, so, weißt du, von mir aus auch von 12 Typen, mir ist das absolut egal, was ihr da macht, so. Aber zum einen bitte verhüten dann auf jeden Fall, ne, weil wir nicht wissen, was die Leute da so alles Lustiges am Pimmel haben. Und, es ist halt aber klug gewählt von ihr auf jeden Fall, Pornokino, in dem Sinne, weil es halt ein öffentlicher Ort ist, immer noch irgendwo, weißt du? Das stimmt, also nicht, dass man sich dann da irgendwie sagt, so, ey, Alter, komm mal hier, 12 Typen, komm mal zu mir in die Bude, mach hier ein bisschen Rudelbums und den Weihnachtsbaum oder so. Und dann hast du da irgendwelche Typen bei dir in deinen eigenen vier Wänden und weißt nicht, was passiert so. Deswegen, das ist ja auch so generell so fürs erste Date, ne? Immer an irgendeinem öffentlichen Ort oder sowas, weil du weißt nie, was für ein Creep du sonst gerätst da im Internet. Ich meine, es könnte der gute Robert sein. So. Das könnte ich sein und dann gib's mal schön einen na, vorne. Genau, und wie das halt ist, ich weiß es gar nicht, ob die Leute sich da einfach nur einen Film anschauen, wegen der coolen Story dann wahrscheinlich. Wegen der stabilen Storyline. Jetzt mal Real Talk, mal abseits. Welcher ja? Typ setzt sich hin und schreibt die Stories für diese Geschichten? Ganz ehrlich, ich würde es machen. Ich weiß, Tim hatte mal ein Placement für irgendeine so eine Erwachsenenseite und da war es halt so, er konnte halt die Story quasi erfinden und dann war das im Endeffekt irgendwas so, mit, wo die Darstellerin dann so mit so männlichen Liebespuppen rumgemacht haben, keine Ahnung. So richtig oh, weirder yeah. Shit so. Aber ich habe auch gesagt, so, der hat uns das in eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und meinte dann, ey Jungs, aha. Hier, ich hab, der wollte erstmal irgendwas mit dem Affen vergewaltigen aus irgendeinem. Oh, also, irgendwas ganz. Aber typisch. Irgendwas halt, ne? Ganz Abgefucktes wollte der machen und da waren dann die Regisseure aber nicht mit einverstanden. Und dann hat er uns so gefragt, was könnte man machen und so. Und dann meinten wir dann auch so, ja, keine Ahnung, mach irgendwas mit Sexpuppen oder so. Nee, aber Real Talk, ey, ich hatte auch richtig Spaß. Hätte ich mal so die Möglichkeit, so eine Story zu schreiben, ich glaube, ich würde so einen Klassiker versuchen. Weißt du, so wie, warum liegt denn da Stroh oder Alarm? Also, warum liegt denn da Stroh 2? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich sehe mich da eher, die Scheiße zu synchronisieren. Boah, Jan, jetzt nimm den mal richtig schön ran an Hals hier. Boah, lass den Papa da mal rinkloppen. Was ist das denn? Also, mach mal das Futterluke auf. Da. Mach da mal Futterluke auf, ich gebe dir mal eine schöne Wurst. Boah, da kommt das Flugzeug. nicht ersticken. Okay, so, sollten wir mal auf die Frage beantworten. Wir sind ja hier in der Sprechstunde, ne? Das ist klar. In der Sprechstunde. Okay, also soll ich einfach da hingehen und riskieren, abgewiesen zu werden? Weiß ich nicht. Also jetzt muss ich natürlich auch mal meinen Part dazu beitragen, denn ich bin ja auch der zweite Arzt, der Assistent, möchte ich meinen. Sie möchte das gerne besuchen. Das ist ja, kann sie ja machen, wie sie möchte, ist alles legitim. Wenn sie aber selber von sich sagt, oh Mensch, eigentlich bin ich fett, so hat sie es geschrieben, dann sollte man doch im ersten Step erstmal an sich arbeiten. Ja, wahrscheinlich guckst du morgens in den Spiegel, du bist sehr unzufrieden, ergo, tu erstmal da was gegen, dass du unzufrieden bist mit deinem Äußerlichen. Dann wird der spätere Verlauf deiner Bedürfnisse wesentlich einfacher. Sprich, wenn du dich morgens im Spiegel wie sage ich das jetzt schlau und nicht beleidigend, wenn du dich ertragen kannst, dann wird dein Selbstbewusstsein völlig automatisch steigen. Dann musst du eventuell nicht mehr die Pornokinos besuchen, um ungezwungenen Geschlechtsakt vollziehen zu können. Ja, ich denk auch. Also rein und für sich, es ist ja auch nicht schlimm, wenn du dick bist und sagst, hey, du bist füßig so zufrieden. Das ist ja vollkommen legit, so, weißt du. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast jetzt einfach mal Bock, ich meine, bis man abnimmt und so weiter, das dauert ja auch ewig, so machen wir uns nichts vor. Das ne? Dauert, wenn ich sage, Alter, ich habe jetzt aber richtig Bock, Alter, ich hätte jetzt gerne mal so eine Cabanossi im Grand Canyon. Keine mal richtig schön rein, dann, genau. Warum nicht? Ich meine, wenn es Corona zulässt, dann geh halt hin. Und ja,
Probieren geht über Studieren. So, ich meine, man hat immer die Gefahr, abgewiesen zu werden. Ne? Man weiß nie, wie man auf die anderen Leute anspringt. Aber ich sag mal, generell in so einem Ort wie im Pornokino, die Leute gehen da ja wahrscheinlich nicht hin, weil sie sich denken, ey, keine Ahnung, ich hab Bock, ein bisschen Popcorn zu essen. Und die machen hier so gute Cola und keine Ahnung, so, weißt du. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wird man da auch jemanden finden. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob derartige Kinos es erlauben, dass man da auch mal schön einen verlötet. Oder ob man sich halt, keine Ahnung, nur so einen Film anguckt und dann gemeinsam irgendwie da in die Bänke wichst. Keine Ahnung, ey. So, denken alle, du wärst käuflich. Ich habe keine Ahnung, gehen Prostituierte so viel in Pornokinos? Ich glaube eher nicht, ne? Ich weiß es halt nicht. Das sind eher so Pärchen, kann ich mir vorstellen, ne? Ich kenne mich halt da auf dem Gebiet überhaupt gar nicht aus. Habe ich mich nie für interessiert, habe ich nicht recherchiert, die ganze Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass das. Also es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der da mal einen weglötet. Aber. Also keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute denken, dass du käuflich wärst oder sonst was, wenn du da reingehst und von dir aus halt auch die Leute ansprichst so und sagst so, keine Ahnung, ich habe nur Bock mal auf eine schnelle Nummer, so, dann ist ja alles easy. Von daher, ich würde auch sagen, mach dich mal selber nicht so runter. Das hast du nicht nötig. Ich meine, ich habe jetzt kein Bild dazu oder sonst was, aber mach dich mal nicht so kleiner, als du bist. Und wenn dein Onkel sagt irgendwas mit Papiertüte, Alter, komm. Dann hat jemand das gesagt, ne? Dann ist das halt so. Aber sich selber runtermachen ist dann. Das ist dann halt auch einfach so ein dummer Spruch wahrscheinlich, so, weißt du. Also würde ich nicht zu viel drauf geben. Und ansonsten versuch einfach mal ein bisschen. Bisschen dein Selbstwertgefühl ein bisschen aufzubauen. Keine Ahnung. Bei mir hat es zum Beispiel durch Sport geschafft. Ich war ja früher auch relativ dick so. Und ich habe dann tatsächlich relativ viel Sport gemacht und dadurch abgenommen. Und das ist auf jeden Fall nicht zu. Das ist ja nur der Tipp am Rande, ne? Wenn du zufrieden bist mit dem, wie du ausschaust, dann ist es ja völlig cool. Dann, ne, zieh das durch. Wenn du nur diesen Verkehr suchst, dann ist das auch völlig fein. Aber wenn du halt nicht zufrieden bist, dann hast du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben die Möglichkeit, etwas zu ändern. Dann arbeite vielleicht daran. Und genau, und ansonsten, wie gesagt, wenn das mit dem Selbstbewusstsein wirklich so runtergehen sollte, dann auch im Zweifelsfall einfach mal einen richtigen Therapeuten aussuchen. Das ist ja auch nichts, was einem peinlich sein überhaupt muss nicht. Oder sonst was. Heutzutage gar nicht mehr. Also, das war ja sehr, sehr verpönt. Es hat ja gefühlt jeder zweite Mensch hat mittlerweile irgendeinen Grund, warum er beim Psychologen mal anklopft. Auch aus meinem Bekanntenkreis. Ich kenne super viele Leute, die da immer auf der Couch hocken. Ist ja nichts Schlimmes, ne? Weil sie also mit sich oder mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. Finde ich überhaupt nicht schlimm. In dem Sinne, ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten. Geh einfach mal hin, probier es aus. Einfach rein da. Bleib nur sicher. Richtig, einfach schön. Rein da. Rein in die Olga. Schön ins Kino vor. Alles klar. Okay. So, gut. Dann der nächste bitte, Kandidat, ne? Oder? Hol mal rein da den Schlingel. Der nächste, bitte. Okay, ich bin erledigt. Ich habe meinem Geschichtslehrer eine Präsentation über Massenmörder und Kriegsverbrecher Heinrich Himmler geschickt. Also über den, ja, Heinrich Himmler, okay. Ich habe sie zuerst der gute Heini genannt. Oh Gott. Ich dachte mir nichts dabei und fand es für 2 Sekunden ganz witzig. Bevor ich sie abgeschickt habe, habe ich sie selbstverständlich umbenannt, stellt sich einen Monat später heraus, dass das Programm den umgeänderten Namen nicht registriert hat und ich meinem Lehrer der gute Heini geschaut. Oh, holy fuck. Oh boy. Oh. Ich habe ihn 6 Stunden die Woche. Wie kann ich ihn jemals wieder anschauen? Ist schon Gras über die Sache gewachsen? Denkt er, ich bin ein Nazi? Spreche ich ihn darauf an? Ich denke nicht, dass er es lustig fand. Das Schlimmste ist, dass er mich davor eigentlich mochte. Fuck. Oh boy. Ja, ist immer eine ziemlich dumme Idee, Dokumente irgendwie so Fun-Namen zu geben oder so. Ich habe das auch teilweise, wenn ich an Hausarbeiten geschrieben habe, dass ich dann irgendwann, wenn ich nicht weiter wusste, dann habe ich auch angefangen, erstmal auf der Tastatur dieses DSA, 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 DSA so einzutippen und dann irgendwelche so Schimpfwörter oder sonst was zu schreiben, während mein Kopf irgendwie überlegt. Und ich habe dann auch immer Angst in dieser Sekunde, dass ich es irgendwann vergesse, einfach rauszunehmen oder sonst was. Und ja. Gut, was sollst du machen? Ich denke mal, wenn ich mal anfangen soll, wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat er das jetzt über einen Monat dich selber nicht darauf angesprochen, oder? Ja, stellt sich einen Monat später heraus, dass das Programm den umgeänderten Namen nicht registriert hat. Das heißt, dein Lehrer wird das Ganze ja wahrscheinlich schon gelesen haben und so weiter und hat dich einen Monat lang nicht dran. Alter, mein Deutsch, Alter, das muss rauskommen. Hat dich nicht darauf angesprochen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er es entweder irgendwie abgehakt hat oder keine Ahnung, aber wenn er dich jetzt einen Monat lang nicht anders behandelt hat als davor auch, dann würde ich mir jetzt erstmal keinen Kopf mehr machen. Ja, Reinhard, für sich muss man aber natürlich sagen,
nicht die klügste Idee, würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall vermeiden. Und gerade bei so einem Nazi-Kriegsverbrecher zu schreiben, der Gute, kritisch, Bruder. Ja. Ganz kritisches Eisen auf jeden Fall. Also wie der gute Tommy schon meinte, wenn er dich tatsächlich nicht angesprochen hat, ist das ein durchaus positives Zeichen dafür, dass er das jetzt nicht zwingend schlimm aufgefasst hat, obwohl die Sache nicht weniger schlimm ist, aber... Ja gut, was heißt nicht schlimm aufgefasst? Er hat es auf jeden Fall richtig, nicht an die oberen genau. Stellen weitergegeben oder so, ne? Das ist schon mal viel wert, ey, bei sowas. Ja, von daher, ich glaube, ich würde den Lehrer nicht nochmal drauf ansprechen, um so alte Wunden zu öffnen oder sonst was. Sonst, ja, also ich denke mal, dein Lehrer hat es irgendwann einfach vergessen. Der hat ja noch ein paar andere Schüler, ne? Genau, der hat noch ein paar andere Schüler. Ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen. Wenn du bemerkst, dass er dich nicht anders behandelt, dann würde ich es einfach so lassen. Und sollte er dich mal drauf ansprechen, dann sagst du was, oh Gott, nein, das war mein kleiner Bruder, der hat da irgendwas gemacht. Das ist wie früher, weißt du, wenn bei Counter-Strike beim Cheaten erwischt wurdest oder so Leute oder so richtig schlecht gespielt hast und dann hast du mal gesagt, so, ja, mein kleiner Bruder hat gerade gespielt. Boah, der hat frech reingecheatet, der Elendige. Ja, sorry, das war mein Bruder, bitte nicht bannen. Bitte nicht den Valve-Mitarbeitern. Nicht bannen, ich habe doch gar nichts gemacht. Genau. Ja, in dem Sinne, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Alter, passt das nächste Mal auf, dass sowas nicht nochmal passiert. Das kann echt mies ins Auge gehen. Und zwar nicht auf die geile Art und Weise. Also, das ist nicht wie im Porno-Kino vorne. das ist wohl wahr, ne? Zu kurz gekommen da. So, dann holen wir mal den nächsten Kandidaten rein. Ja, mal reinholen hier. Der nächste, bitte. Moin Tommy und Robby. Ich bin momentan mental in einer komischen Situation. Seit über einem halben Jahr, November 2020, bin ich wieder Single. Diese Beziehung war meine erste richtige überhaupt, also auch mit erstem Mal und allem. Die Beziehung ging ziemlich schändlich zu Ende und einige Zeit danach habe ich für mich entschieden, dass ich Zeit für mich will, sodass ich an mir arbeiten kann und sodass ich nicht nochmal in so eine Beziehung reinkomme. Es ist mir nach der Beziehung aufgefallen, dass ich nicht mehr als ein Objekt und für sie nur da war, damit sie sich gut fühlt. Sobald es mir schlecht ging, war ich unwichtig und als ich einfach nicht mehr helfen konnte, wurde ich abgeschrieben. Meine Meinung wurde nie gehört und ich habe mich wie ein Hund behandeln lassen, weil ich es nicht besser wusste. Zwischen all dem ist mittlerweile ein wenig Zeit vergangen und ich sehe einige Dinge anders und bin in einer anderen Lebenssituation. Sache ist momentan das Gefühl, jeder in meinem Umfeld in einer Beziehung ist und nur ich als Single rumrenne. Einerseits will ich das und bin froh darüber, da ich noch immer mit mir selbst zu tun habe und die ganze Zeit meinem Umfeld... Nee, Alter, ich kann heute auch nicht lesen, das ist zu groß für mich hier. Da ich noch immer mit mir selbst zu tun habe und die ganze Zeit, welche ich für mich habe und mit niemandem teilen muss, genießen kann. Andererseits geht es mir auf den Sack, überall diese Paare zu sehen, darüber zu hören oder sonst was. Darüber hinaus werde ich im Alltag nicht nur durch Freunde, sondern ja auch durch Kultur, Filme, Bücher etc. überall mit Love und Romance zugebombt wie ein Terrorlager in Afghanistan. Gleichzeitig wird mir schon übel, wenn ich Tinder öffne und ich habe nicht mehr Bock zu swipen, um mich mit neuen potenziellen Partnern auseinanderzusetzen. Kurz gefasst fuckt mich das richtig ab, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich nun eine Beziehung will oder nicht und ich bin mir nicht sicher, ob und wie ich weitermachen soll. Liebe Grüße. Willst du mal starten? Setz dich doch erstmal auf den Stuhl hier vorne und jetzt hör dir erstmal unsere Geschichte an. Tommy, was machen wir mit dem kleinen jungen Mann? Okay, also er hatte eine beschissene Beziehung, wo die Alte gefühlt nicht auf ihn eingegangen ist und er war eigentlich nur so der Wundenlecker nebenher irgendwie so, ne? Lecker auf jeden Fall, aber... ja, also wenn du gesagt hast, die Beziehung war für dich nicht cool, dann ist es ja absolut legit, dass du gesagt hast, du hast da keinen Bock mehr drauf. Klar setzt man sich dann auch mit sich selber auseinander und will wissen, was hat man falsch gemacht oder was kann man bei einer nächsten Beziehung besser machen. So, ne? Das gehört ja auch zum Leben dazu, ist ja ein Lernprozess. Und ich meine, du weißt ja jetzt auch grob, was du willst. Ne? Du hast ja selber gesagt, du hättest schon gerne eine Partnerin. Aber ich gehe mir davon aus, dass die halt anders sein soll als die davor, sprich eine, die auf Augenhöhe ist oder ähnliches und sich dann auch so um dich kümmert, wie du dich um sie. Andererseits hast du ja auch gesagt, dass du die Zeit genießt, in der du alleine bist, ne? Und da muss ich sagen, da kann ich es verstehen. Ich finde es auch eigentlich, also wenn man Single ist, hat halt schon viele Freiheiten und so und es gibt schon viele Sachen, die halt ziemlich geil sind. Aber dann, klar, wenn man dann irgendwie glückliche Pärchen sieht, die, keine Ahnung, abends zu zweit da irgendwie im Bettchen ein bisschen rumkuscheln, Film zusammen gucken und so weiter, dann geht dir das auch auf den Sack, wenn alle um dich rum einen Partner haben und du keinen hast. Aber für mich klingt das halt so ein bisschen, als hättest du eigentlich schon mehr Bock, Single zu sein.
Willst aber nur hin und wieder einfach mal eine Berührung haben oder so ähnliches, oder? Deswegen verstehe ich das Tinder-Problem jetzt nicht so direkt, weil ich meine, Tinder, Real Talk, wie viele Leute kennst du, die Tinder benutzen, um halt wirklich eine Beziehung zu suchen, Robert? Kennst du da irgendwen? Ich kenne, kann ich an einer Hand abzählen, null. Ja, ist halt echt so, ne? Das kannst du halt echt an so einer Hand von so einem Tretminenopfer abzählen. Also ich kenne auch alle Kollegen von mir, die fleißig am Rumtindern sind, die wollen alle nur pimpern. Also ja, alle. Ja, super klar. Viele kenne ich, die sagen, ey, die gehen nicht auf Tinder, wenn du eine Beziehung willst. So, also von daher, keine Ahnung, für mich klingt das so, als hättest du eigentlich momentan gar keine Lust auf eine Beziehung. Also als wärst du ganz zufrieden mit dir selber. Hast halt hin und wieder mal einfach Bock auf eine Frau. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, ich würde einfach mal ein bisschen rumtindern. Ich meine, du musst ja nicht direkt, wenn du tindern willst, musst du ja nicht direkt in eine Beziehung oder so. Also ich würde es einfach mal probieren. Einfach mal machen. Ja. Ich meine, vielleicht ergibt sich ja auch was, ne? Das ist die eine Sache, vielleicht ergibt sich was. Tinder benutzen, um eine Freundin zu finden oder einen generellen Partner zu finden, ist keine kluge Idee. Und die meisten, wie Tommy schon erzählt hat, suchen keine Beziehung auf Tinder. Das wäre auch äußerst weird, auf Tinder. Ich glaube zumindest die meisten Männer suchen nicht. Bei Frauen weiß ich es jetzt nicht 100%. Du, das kann ich schlecht einschätzen. Aber ich kenne halt auch aus meinem bekannten Freundeskreis keine Dame, die eventuell Tinder benutzt und da einen Partner sucht, sondern wenn Tinder das Thema ist, dann heißt es nur Knickknack. Hast du nicht auch letztens noch hier über Tinder? Du, ich habe ordentlich geswiped, Mann, aber das ja, ich wollte gerade sagen, hier, ich war live dabei. Das ich swipe einfach nach links. Du meinst, da war keine Dame dabei. Ja. Da war keine Dame dabei, die mich da irgendwie, die ich jetzt ansprechen das mal. Scheiße. Direkt gecancelt, ey. Geil. Oh je. Nein, weiß ich nicht. Tinder ist halt, ne, wer da mal Bock auf ein kleines Date hat, um abends mal seine Wurst irgendwo in Butter zu tunken, der kann das gerne machen. Aber um eine Beziehung zu finden, würde ich Tinder tatsächlich nicht empfehlen. Ganz klare Geschichte. Was würdest du machen hier für Beziehung? Was würdest du da empfehlen? Beziehung, wo? Guck mal, anhand seiner Schilderung, die er uns jetzt hier übermittelt hat, ist schon fast rauszulesen, dass er mehr Bock hat, Single zu sein. Und dann abends, wenn er so ein bisschen zur Ruhe kommt und mal darüber nachdenkt und ein paar Leute sieht, die dann, oh, die kuscheln alle, dann kriegt man natürlich auch ein bisschen Lust. Das kann ich einerseits nachvollziehen. Vielleicht hat er ja einer aus seinem Freundeskreis schon gerne alleine. Bock um Dreier, kannst du mal einwerfen. Du kannst doch mal anfragen. Jasmin, ich weiß, du hast einen Freund, aber kann ich mich nicht einfach mit ins Bett legen? Kann ich einfach dazu kommen? Mit dazu? Player 3 ended the game. So einen Controller ins Bett schmeißen, Alter, und dann sagen, Spieler 3 ist dem Spiel beigetreten. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, ach fuck, jetzt habe ich es vergessen, was ich eigentlich fragen wollte. Ah, perfekt. Oh, vergessen. Freunde, da klopft das Alzheimer. Moi, Alzheimer, voll dabei. voll dabei. Wir hatten es über wo würdest du Frauen ansprechen? Wo ich Frauen ansprechen würde, mal davon abgesehen, dass ich aktuell auch Single bin und absolut glücklich. Wo sprichst du Frauen an? Ich spreche Frauen Disco, ja. So oldschool-mäßig. Disco, ey, Bärle. Aber findest du eine Disco, findet man Mädel? Also so für eine Beziehung doch auch nicht, also, oder? Ja, für eine Beziehung ist schwierig, ne? Disco ist einfach so Tinder in Offline, oder? Ey, aber heutzutage ist das hat sich ja auch alles ein bisschen verändert. Wenn ich auf den Oldschool-Robbie schaue, da hat er tatsächlich mal draußen mal die Perlen angequatscht und auch kennengelernt. Das hast du ja heute fast gar nicht mehr, wenn du mal irgendwie so ein Girlie siehst im Social Media, Facebook, Insta, keine Ahnung wo sich da alle Leute rumtreiben. Da schreibst du einfach mal einen Kommentar und dann chattet man ein bisschen und dann kann man sich mal verabreden. Also du sagst auch so hab ich so offline, das Gefühl, dass das machst du gar nicht mehr so im Café mal ansprechen. Offline, nee, ich quatsche auch keine Leute im Café an. ich will meine Ruhe haben. Wenn ich irgendwo einen Kaffee trinken gehe alleine, gehe ich alleine in den Café. Ich fühle das auch überhaupt nicht so. Ey, kennst du diese komischen Flirt-Coach-Videos, wo die da immer irgendwelche Frauen auf der Straße anfangen? Ey, das ist kompletter Bullshit. Das ist immer so Mann. Cringe. Absolut cringe, ey, Mann. Ohne Scheiß. Absolut. Das ist genauso wie diese ganzen Vögel, die da irgendwie mal Frauen hinterher pfeifen und so, weißt du? Diese komischen Catcaller, ja, das ist auch so ekelhaft, Mann. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt noch irgendwie
zu der Gesellschaft passt. Ich bin eher oldschool, was überhaupt das Ganze drumherum angeht. Mal abends schön im Park ausgehen, essen, Kaffee trinken. Kino ist halt Schmutz. Kino muss man nicht machen, das gehört irgendwie nicht dazu. Kino, ins Kino geht man, wenn man einen Film gucken will und nicht irgendwie, um ein Date zu zelebrieren. Boah, Pornokino, schön, meine ersten Meinung. Date. Porno-Kino kannst du beim ersten Date machen. Weiblich 23, ich will mitgehen. Weiß nicht. Nee, Kino, da haken wir mal ab, das gehört nicht dazu. Aber generell mal abends raus. Das erste Date niemals in der eigenen Wohnung, hast du ja auch schon erwähnt. Nee, immer, das immer öffentlich. Eine wichtige Regel. Öffentlich. Öffentlich, ganz wichtig. Am Ende hast du da nämlich nicht hier irgendwie und, ja, guck mal. Peter 23, sondern Ruben 48, so, weißt du? Ganz genau. Du weißt nie, wer hinter dem Keyboard sitzt und da mal ein bisschen Warrior spielt. Oh, ne? Mein Internet ist wieder aus. Irgendeine geile Perle spielt. Internet gefährlich. Was wollte ich sagen? Ja, die letzte Perle, die ich hatte, vielleicht kann man da mal ein bisschen plaudern, die habe ich aber im Real Life angesprochen, ne? Die habe ich nicht aus dem Internet. Weißt du mich noch? Hallo? Ja. Oh, wir haben wieder Stromausfall. Ja. Okay. Und schon wieder. Glück gehabt, ey. Aber du bist da. Ich wollte gerade sagen, ey, ich hatte so Angst und ich höre dich noch weiterreden. Und ich dachte mir, das wäre wie so ein Nachhall, weißt du, wenn du erschossen wirst und dann hörst du noch irgendwie so Stimmen. Aber wobei, da hört man wahrscheinlich keine Stimmen mehr, ne? Ja, ist egal. Okay. Also, und generell, wenn man eine Freundin haben möchte oder einen Partner haben möchte, dann ist die Situation, dass wenn man sucht, eher negativ. Ja, wenn du suchst, wirst du oft enttäuscht, weil du gewisse Erwartungen hast, dass wenn du irgendwen anquatscht, dass du auch ein Erfolgserlebnis irgendwie bekommst. Kann aber oft passieren, dass eine Ablehnung passiert. Ja, dass du abgewiesen wirst. Dann ist das nicht gut für dein Selbstvertrauen. Das kränkt dich dann ein bisschen. Da du ja jetzt aktuell deine erste große Liebe hattest, alles drumherum, auch dein erstes Mal, ist es natürlich umso schlimmer, wenn du dann rausgehst und irgendwelche Leute anquatscht, also in dem Fall dann die weiblichen, und du eine Ablehnung kassierst. Ja? Du hast ja gesagt, die Alte, die das war nix, du hast keinen Bock mehr drauf, du hast es dann in dem Zuge beendet, ist ja auch legitim, hätte ich auch gemacht. Aber dann würde ich doch erstmal, wenn du sagst, du willst eine Perle, dann such aber gar nicht. Lass dich finden. Geh unter Menschen, aufgrund von Covid natürlich ein bisschen eingeschränkter aktuell. Aber generell, da musst du mal ein bisschen auf Festivals gehen, ein bisschen Party machen, Kaffee trinken. Das ist ja eine Option. Nur weil ich das nicht mag, heißt ja nicht, dass das eine Idee für dich ist. Ne? Ganz klar. Wobei ich muss sagen. Also es gibt viele Optionen. Aber wenn du generell, wenn du sagst, weiß ich nicht, du willst halt unbedingt eine Partnerin haben, dann finde ich es jetzt aber auch nicht verkehrt, wenn man da aktiv wird, so sag ich mal. Ne? Ja, aktiv werden ist ja in dem Zuge gemeint, wie ich es jetzt gerade angesprochen habe, dass man mal unter die Leute kommt. Ja, klar. Ja? Nur so mit einer Lupe draußen auf der Straße, oh, wo denn die Bubis? Wo denn die Bubis? Das ist halt Blödsinn, ne? Oder irgendwelche Leute dann, weiß so, nicht, es gibt ja auch. Wieso habe ich gerade so ein Bild in meinem Kopf, wie du in so einem Gebüsch hockst, Alter, und so Leute angehst. Boah, da, wo ist sie denn? Oh, wo ist das da Mädel? Da muss ich aber nochmal. Jetzt seh ich mal her, da. Boah, ist stand das Mädel, was mich sucht. Du hast mich gefunden, Bärle. Bruder, flieg einfach auf Malta, nimm eine Cam mit, Mädels stehen drauf. Okay, abschließender Tipp, du hast gehört. Nee, also für mich, Tommy voll dabei. Für mich klingt es auch so, als hätte er aktuell einfach keinen Bock auf eine Beziehung. Aber das ey, sind halt dann so, genieß dein Single-Leben. Ich sag's dir, wie es ist, Ahnung. Das sind halt die Gedanken, die man hat, wenn man dann eine längere Zeit wieder nicht gebumst hat. So, ey, weiß safe, nicht, einmal safe. Reindippen und dann hat sich das. Ey, ein Jahr nicht, Tommy, ich schwöre dir, ich hätte Lust, aber nicht auf diese Kopfhick-Scheiße, die dahinter steckt, wenn du die Verantwortung für einen Partner übernimmst. Da habe ich gar keinen Turn drauf. Ja, dann musst du vielleicht mal einen Partner finden, wo du keine Verantwortung übernehmen musst. Mal jemanden, der nicht aus dem Heim kommt. Na, du hast ja so oder so auch immer eine Verantwortung. Ja, auf jeden, Dicker, ich mach Spaß. Alles klar. Aber, ne? Okay, mein Junge. Haken wir erstmal ab. Ne? Genau, also, wie gesagt, wir fassen einfach zusammen. Weiß ich nicht, für Beziehungen bist du scheinbar aktuell noch nicht bereit. Du magst dein Single-Leben. Er hat leider nicht geschrieben, wie alt er ist jetzt, ne? Das wäre noch interessant. Leider nicht, gewesen. Das konnte ich halt auch schlecht einschätzen. Das wäre interessant, ja. Ja, also, weiß ich nicht, lass mal auf dich zukommen. Wenn es Corona irgendwann mal wieder erlaubt, geh einfach mal auf Partys und dann wird das alles. Ansonsten notfalls einmal kurz im Hub recherchieren, dann erledigen sich die Gedanken meistens auch von alleine. Ja. Du, danach ist alles wieder gut. Das ist der Reset-Knopf. Okay, nächste Frage. Da kommt der nächste Kandidat hier. Da kommt er mal rein hier. Also. Der nächste, bitte. Ich bin in einer 6er-WG und stehe da auf eine. Sollte man etwas mit ihr anfangen? Ja. Falls nein, trotzdem Gefühle beichten. PS, sind alle miteinander befreundet. Okay. Hast du mal in einer WG gelebt? Ich wollte dir gerade den Vortritt geben, weil ich in keiner WG gelebt habe bis jetzt. Von daher
Rainer. Okay, also es gibt so eine Faustregel in der WG. WG ist quasi wie Familie. Fang mit niemandem was an. Je nachdem, wo du wohnst, ist das vielleicht anders. Aber nee, ich sag mal im Generell, nee, würde ich nicht empfehlen. Positiv ist, dass es halt eine Sechser-WG ist, in Anführungszeichen, weil dann hast du nicht dieses Problem, dass sich da zwei Leute gegen einen irgendwie dann im Notfall verbünden oder sonst was. Aber trotzdem ist es generell eine dumme Idee. Wenn du, ich sag mal, stell dir mal vor, du gehst jetzt zu dem Mädel hin und sagst, ey, ich muss dir was sagen, ich stehe auf dich, und sie sagt nein. So, dann hast du eine fucking awkward Situation, und die ist halt in der ganzen WG. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch beide begegnet, wird's komisch. Sie wird das definitiv den anderen erzählen. Das heißt, sie werden das auch komisch finden. Das heißt, ihr habt dann auf einmal, weiß nicht, ihr zerbombt euch damit dann halt komplett so dieses WG-Gefühl, weißt du? Diese Wohlfühlatmosphäre, die fällt dann einfach weg. Ich hatte das beim Kollegen von mir, der hat was mit seiner Mitbewohnerin angefangen. Dann ist es ja oftmals so, dass einer von beiden sich verliebt. In dem Fall war es er. Er wollte dann mehr. Sie wollte aber nicht mehr, sie war einfach nur besoffen gewesen und hat sich gedacht, kann man mal reinhalten, kann man, ja, wie auch immer. Und jo, dann ist die WG halt im Endeffekt zerbrochen und sie ist dann ausgezogen. Also es ist im Großen und Ganzen immer eine ziemlich dumme Idee, vor allem wenn ihr alle miteinander auch noch befreundet seid. Ich würde es sein lassen, und ich würde jetzt eventuell auch wahrscheinlich gar nicht erst die Gefühle beichten, weil das führt dann auch schon zum selben so. Also das ist mein Tipp, einfach beruhen lassen. Vielleicht zieht ihr ja mal irgendwann alle auseinander, dann kannst du es ja mal versuchen. Ja, ich, wie gesagt, habe in noch keiner WG gelebt, kann aber durchaus verstehen, was der Tommy hier meint, und würde dir auch als Tipp geben, da ihr unmittelbar zusammen wohnt, ist es äußerst negativ, wenn sie dir ein Nein verpasst. Deswegen Finger weg. Wenn ihr mal auseinanderzieht, wie Tommy eben erwähnt hat, dann kann man da mal antesten. Ansonsten Frieden. Ja, Frieden. Mehr gibt's auch nicht zu babbeln. Also. Nee, also einfach sein lassen. Also ja, ist im Großen und Ganzen immer eine dumme Idee. Vor allem das Ding ist dann ja auch, Reinhard, für sich, wenn du dann Gefühle für sie hast und sie sagt nein und sie hat dann irgendeinen anderen Stecher am Start. Und ich meine, das ist WG-Leben. So, du hörst, welcher deiner Mitbewohner gerade am Bumsen ist. Also, ja, du hörst es durch die Wände, Alter. Wenn meine Mitbewohner jemanden hatten, oder wenn ich da am Start war, Alter, wir haben da zum Teil haben einfach applaudiert oder so, wenn dann einer aus dem Zimmer rauskam, da wurde da so Marschmusik gespielt. Das war einfach fucking witzig so. Aber ich sag mal, dann hörst du halt, wenn die gute Dame sich vom anderen da einreiten lässt, und dann hast halt auch ein schlimmes Gefühl, oder es erzeugt hast du, Alter, nee, einfach raus mit den Gefühlen da. Finger weg und gut damit, ja, richtig. So, nächster Patient, oh Gott, das ist wieder lang. Nächster. Okay, ist wahrscheinlich auch die... Ist die Liste noch lang hier, Doktor? Ja, ich glaube, das ist die letzte Folge. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer so um die 40 Minuten besprechen. Ja. Letzte Frage für heute, also. Oh, ich sehe hier schon die Akten, die ist auch wieder ein bisschen länger. Ja, genau, also. Freunde, einmal lauschen. Nächste, bitte. Also, hey, ich bin weiblich 19, habe eigentlich viele Probleme, aber das ist einst meiner belastendsten. Ich bin eine nette und hilfsbereite Person, mache es allen recht und so weiter. In dem Fall waren es damalige Arbeitskollegen und einer aus meiner damaligen Klasse, dass sie behauptet haben, dass ich in sie verliebt sei und die ganze Zeit Anspielungen gemacht haben soll. Und wenn ich dies verneint habe und mich verteidigt habe, die Herren waren 40 plus, sind verheiratet und haben zwei Kinder, haben sie sich über mich lustig gemacht und das dann runtergespielt und meinten dann nur, du musst es ja meiner Frau nicht erzählen und so, ne? Wenn ich in deinem Alter wäre, wären wir ein echt süßes Paar und so weiter. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass ich das nicht gut finde und dass sie es unterlassen sollen, aber sie haben nicht damit aufgehört. Es passierte mir immer öfters, nicht nur Älteren, sondern auch Jüngeren, egal ob weiblich oder männlich, besonders im Freundeskreis, und ich merke, dass ich mich einfach zurückziehe und keine sozialen Kontakte mehr pflege aufgrund dieser Situation und ich mich persönlich immer unwohler fühle, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ich habe auch überlegt, zu einem Psychologen zu gehen. Das ist im Zweifelsfall immer eine gute Idee. Aber ich finde, dass die Leute nie richtige Antworten, oder helfen, meine Situation zu verbessern, sondern einfach nur darüber reden, wie es mir geht. Und das hilft mir persönlich leider nicht. Ich feiere euch beide und hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Danke für die Hilfe. Danke erstmal für die Einsendung. Auf jeden Fall. Danke auch für den schönen Tag. Den wünschen wir dir natürlich auch. Und kommen wir mal drauf zu sprechen. Willst du anfangen, Robert? Also die gute Dame ist 19 und da gibt es mal ein paar notgeile Säcke, 40 plus, die in dem Fall schon verheiratet sind und Kinder haben. Und sie da so ein bisschen anflirten, ist noch sehr human ausgedrückt. Und das nicht unterlassen, was schon sehr, sehr beschämend ist. Was kann die gute Dame machen? Die Frage ist jetzt natürlich, in welchem Umfeld ist sie? Weil sie sagt, das waren damalige Arbeitskollegen.
Ich muss noch mal kurz einmal überfliegen. In dem Fall waren es... Ja, sag mal. Okay, warte dann. Also dann sag ich schon mal ein bisschen was dazu. Also erstmal, dass du eine nette und hilfsbereite Person bist, ist auf jeden Fall gut. Musst immer aufpassen bei diesem, mache ja. es allen recht und so weiter. Versuch nie, es allen Menschen recht zu machen. Schau auch auf dich selber ein bisschen, ja. Wenn das ist, was Psychologen dir sagen, dann muss ich dir sagen, das stimme ich dann auch zu. Du kannst es nie allen Leuten recht machen. Musst aufpassen, dass es dann nicht am Ende in so ein Helfersyndrom ausartet oder sonst was. Des Weiteren, wenn deine Arbeitskollegen dich belästigen, dann meldest du das. Das hat einfach nicht zu sein, wenn du sagst nein, dann heißt es nein. Also wenn sie dann weiter Anspielungen machen und so weiter, dann geh im Notfall zu deinem Chef und sag, du wirst belästigt, keine Ahnung. Das ist ein ernstes Thema und das hat nichts zu machen. Gerade wenn du sagst, du bist 19 und Leute 40 plus, die verheiratet sind mit Kindern und so weiter, gehen zu dir und sagen so, hey, wir wären ein echt süßes Paar gewesen und hey, du musst es ja meiner Frau nicht sagen. Ist fucking ekelhaft, fucking creepy, wer sowas macht. Das ist ein echt widerlicher Mensch. Von daher... Weiß ich nicht. Lass dir es nicht gefallen, wenn du sagst nein, dann hat das nein zu bedeuten, dann geh notfalls zu deinem Chef und melde das Ganze als Vorfall und dann muss der da mal auf den Teppich klopfen oder einfach Konsequenzen ziehen, personelle. Das hat einfach nicht anzugehen. Plus eins auf jeden Fall, ein dickes, fettes Plus eins. Das mit dem, ich muss es irgendwie allen recht machen, das kannst du aus deinem Kopf komplett rauslöschen. Das musst du nicht. Vielleicht kannst du deinen Freunden das irgendwie recht machen, wenn du es musst, wenn die dich kritisieren, dann kann man sich eventuell ändern oder anpassen, wenn eine uncoole Aktion gefallen ist. Das auf jeden Fall. Aber generell gilt, dass du es niemandem auf diesem Planeten recht machen musst, weil du lebst dein Leben. Und die Arbeitskollegen, die gehen dich in dem Fall überhaupt nichts an. Und wenn die dich da anbaggern, dann ist es, wie Tommy schon erwähnt hat, wichtig, dass man das an den richtigen Ansprechpartner weiterträgt, in dem Fall höchstwahrscheinlich dann dein Chef, der dafür dann die Konsequenzen ausspricht. Gegebenenfalls werden diese Männer entlassen. Das sieht man nicht gerne. Da gab es auch ein paar Vorfälle auf meiner alten Arbeit, wo da ein paar ältere Herrschaften da mal die Jüngeren mal ein bisschen angebaggert haben. Das sieht man nicht gerne und da kann ich auch nur jetzt unabhängig von deiner Wenigkeit an alle appellieren, die so etwas mitbekommen, nicht hingucken und lachen und das cool finden, melden. Ja, sowas gehört sich nicht. Ja, oder auch das auch nicht abtun als, ach komm, der macht nur Spaß oder so. Nee, Alter, wenn man ja, nein genau. sagt, dann heißt es das nein. Ist das kein ist ein Spaß, wenn beide Seiten mitmachen, nein ist wenn nein. ein bisschen, wenn man merkt, dass die andere Person darauf eingeht und das auch witzig findet und das als Spaß gemeint ist, aber wenn eine Seite das einfach gar nicht will, dann hat man das nicht zu machen. Einfach zu unterlassen, Punkt. Fertig aus, richtig. Und du sagst ja auch, das belastet dich insofern, dass du dich quasi zurückziehst und versuchst, keine sozialen Kontakte mehr zu pflegen, weil du halt eben scheinbar nicht deutlich genug Nein sagen kannst, beziehungsweise weil du es halt weiter versuchst, allen Leuten dann immer nett zu Leuten zu sein und es denen immer gut zu machen. Aber denk mal ein bisschen an dich selber. Ich meine, du merkst ja, dass es dir damit nicht gut geht. Dann versuch einfach mal dieses Nette und Hilfsbereite ein bisschen abzusetzen, ein bisschen mehr Arschloch zu sein. Weil sonst im Endeffekt richtest du nur dein eigenes Leben so ein bisschen zugrunde. Ne? Deswegen kann ich da empfehlen, arbeite einfach mal an dir selber. Versuch mal ein bisschen öfter Nein zu sagen, auch bestimmter zu sein. Was die Sache mit deiner Arbeit angeht, sag ganz klar so, Alter, das geht gar nicht. Geh zu den Leuten da oben, beschwer dich und dass die nochmal ein Machtwort sprechen. Ja, und Reinhard, für sich, wenn du sagst, du kommst einfach nicht weiter und du ziehst dich immer mehr zurück und pflegst keine sozialen Kontakte mehr, das scheint dich ja schon in gewisser Weise sehr stark beeinträchtigt zu haben und auch so ein bisschen auf dein Selbstbewusstsein überzugehen. Von daher ist es halt auch nicht falsch, zum Psychologen zu gehen, vor allem, wenn du selber schon diese Überlegung hast. Ich sag mal, wenn man selber schon überlegt, zu einem Psychologen zu gehen, weil man mit einer Situation nicht klarkommt, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass man das machen sollte. Ja, ne? Kann ich unterstreichen. Wir machen hier am Ende auch nochmal ein Disclaimer. Wir sind keine Psychologen. Wir machen das hobbytechnisch. Und wenn du das Gefühl hast, wie Tommy eben erwähnt hat, dass der Psychologe eventuell eine Möglichkeit wäre, um über die Situationen, die dir widerfahren sind, zu sprechen, dann gerne. Ja, mehr als mit dir reden kann er sowieso nicht. Vor allem das Ding ist ja auch, sie schreibt ja auch, ich habe auch überlegt, zum Psychologen zu gehen, aber ich finde, dass die Leute nie richtig antworten oder so. Das heißt, das klingt so, als überlegst du einfach nur, was die Psychologen machen werden, aber warst selber noch nie da, weißt du? Also ohne Scheiß, probier es einfach mal aus. Krankenkasse zahlt so gut wie alles. Warum nicht?
Ich meine, du hast die Möglichkeit, du lebst im Land, wo es diese Möglichkeiten gibt. Mach das auf jeden Fall. Und nochmal ein wichtiger Punkt, wenn du die Situation deinem Chef meldest oder irgendwem, der da ein bisschen mehr zu sagen hat, dann hat das nichts mit Petzen zu tun. Viele sind dann immer eingeschüchtert und nee, ich kann das nicht irgendwem sagen, das ist, ich verpetz die doch nur alle. Das hat mit Petzen nichts zu tun. Das ist eine ernste Angelegenheit und die muss man ansprechen. Die kann man nicht totschweigen. Zumal wir haben gerade darüber gesprochen, dass es dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein angreift. Und wenn es soweit ist, dann ist das der höchste Zeitpunkt, dass man jetzt etwas ändert. Ja? Das heißt, schieb das nicht vor dich hin. Arbeite vielleicht an deiner Wenigkeit, sprech die Sachen an bei den Leuten, die etwas zu sagen haben. Wenn du meinst, Psychologen wären eine Option, dann geh da hin, geh nicht davon aus, dass die dir eh nur blöde Antworten geben oder ihren Job da irgendwie machen. Die haben schon bewusst ihren Job gewählt. Ja. Insofern das dazu. Genau. Lass dich nicht unterkriegen, hab auch einen schönen Tag und wir hoffen, wir konnten dir helfen. Und sie hat ja geschrieben, meine damaligen Arbeitskollegen, also vielleicht hat sie das Problem mit denen gar nicht mehr. Oder sie hat halt die Arbeit hingeschmissen und ist jetzt cracksüchtig, keine Ahnung. Ja, aber sowas passiert ja gerne mal öfter, ne? sowas passiert ja, ich meine, das ist ja auch, wenn YouTube nicht mehr läuft, werden die auch cracksüchtig. Nein, ich meine eher das angebaggert werden von... Ich bin gerade quasi hier selbstständig und arbeite zu Hause, aber meine Arbeitskollegen belästigen mich auch ständig. Ich kann mich aber nicht beschweren. Der eine fasst mich ständig an. Dieser Roboter, mit dem ich da zu tun habe. Das ist ein ganz komischer, sag ich dir. Boah, der Tommy, der kriegt immer unter den Tisch, Memo, oder? Oh, Memo. Alles klar, okay, schön. Liebe Freunde. Sehr schön. So viel zur heutigen zweiten Folge der stabilen Sprechstunde. Ihr könnt uns sehr gerne eure Fragen und Problemchen schreiben an stabilesprechstunde@gmail.com. Die Nachrichten werden nicht gespeichert, beziehungsweise ich screenshotte mir nur eure Texte aus und ab und lösche die E-Mails direkt. Das heißt, ich weiß nicht, wo ihr eure E-Mail-Adressen habt und so weiter. Schreibt nur gerne, ob ihr männlich, weiblich, divers seid, keine Ahnung, und euer Alter, damit wir halt einfacher auf Fragen antworten können. Ich meine, das Mädel hier war weiblich 19, noch relativ jung. Ich sag mal, da ist klar, gerade irgendwie junges Erwachsenenalter, da ist noch ausbaufähig, auch an seiner eigenen Art ein bisschen zu arbeiten. So. Das ist eigentlich scheißegal. Ne? Mir kann man nicht mehr helfen. Zeug. Fast 30, ich bin durch. Ich bin geistig verwirrt. Ja, ich bin auch schon durch. Also durchgespielt. Kann ich mir sagen. Richtig. Nee, oder ihr schreibt uns per Telonym anonym an stabile Sprechstunde. Telonym. Irgendwas stabil. Ja, ihr findet es unten in der Beschreibung. Sagt uns auch gerne, was wir verbessern können. Es tut uns auch leid, dass wir hier bei der ersten Frage gerade ein bisschen lachen mussten und so. Wir versuchen das schon ernst zu beantworten, aber es wäre ja auch ein fucking langweiliger Podcast, wenn wir da nicht mehr ein paar witzige Fakten. Wie zum Beispiel, dass mein Geschlechtsakt noch beschissener ist als der vom Delfin. Ich schaff's nicht in zwei. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir die Sprechstunde zu. Dann machen wir zu. Kittel können wir ausziehen und ich sehe hier auch keinen Gast mehr. Insofern schließ mal schön die Tür ab. Wir verpissen uns. Oh, was hast du denn da unterm Kittel? Kannst du mal gucken hier? Freust du dich, mich zu sehen, sagst du? Hast du gestern aber auch schon geguckt. Oh. Hast du Alzheimer oder? Ja, ist schön, dass du jetzt bist. Mach's gut, Leute. Vielen Dank. Ciao.